So, hier sind wir in der Gruppe C. Die zweite Begegnung steht an. Schweden gegen Australien. Ich hoffe jetzt endlich mal, dass ich bessere Tore mache. Oder eher, ja, nicht bessere, mehrere Tore mache. Das kann auch nicht sein, dass ich nur ein Tor schieße und das war's dann. Kann doch echt nicht sein. Ich habe jetzt mal jeden Spieler von Schweden eine Anweisung gegeben, was sie zu machen haben. Mal schauen. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht hilft das ja. Letztes Spiel war ja 1-1 Brasilien gegen England. So. Wir sind gespannt. Komm, brauchen wir nicht sehen, was losgeht. Und es geht los und wir machen Pressing an. Ja, so fängt das schon mal gut an für Schweden. Alter, da habe ich doch niemals hingezeigt. Schön toll, Alter. Mauer abseits. Keiner bietet sich hier an, richtig. Ah, ich habe sie übersehen, das war mein Fehler. Schön geblockt. Na, es läuft denn schon mal ein bisschen besser, wo die jetzt ihre Anweisungen haben. Schön gespielt. Warum steht die in Abseits dann? Ah, schneller Leute, Mädels. Das ist schon ein Tick schneller laufen. Guck dir das an, wie schnell die spielen, ey. Da ist keiner. Komm, Mädel. Schön. Aber die haben es wieder, den Ball. Kommt nicht hinterher, die kommt nicht hinterher. Hä, was war das denn jetzt auf einmal? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Kommt die? Ja, warum habe ich denn nicht die bekommen? Egal, 1-0 für Australien schon mal. Och Gottchen, komm. Und in aus. Scheiße, ist das schwer, ey, Frauen zu spielen. Och komm, deckt, lasst euch doch nicht zustellen, ey. Mädel, ich muss dich auch anspielen können. Warum geht die nicht ran? Guck dir das an, ey. Das geht nicht, das kannst du knicken, ey. Das, was soll ich denn noch auspacken hier? Oh, mein Auge.
Jörg. Komm, Schweden. Ja, da steht die auch perfekt, ne? Super Pass. Muss man echt sagen. Ey, ist doch nicht wahr. Ist doch einfach nicht wahr. Jetzt komm. Ran an den Buletten, beweg dich. Boah, sind die lahmarschig. Abgefälscht. Und sie fängt locker den Ball. Leck mich. Da doch nicht. Ach, da legt die den Ball vor. Willst du nicht noch mehr den Ball ihr in eure Hand geben? Wird die sich noch mehr. Warum fliegt die jetzt auf die Fresse? Fliegen die schon über ihre eigenen Beine? Okay, würde ich mich bei denen nicht wundern. Alter, ich muss mit den Zentralspielerin reinlaufen. Das ist nicht wahr. Ich komme zum Verrecken nicht nach vorne. Guckt euch das an. So, Mitte, so dahin. Jetzt habe ich wieder abbrechen, weil keiner nach vorne ist. Ja, und wieder rein. Da ist besser anzuspielen. Die ist besser anzuspielen, die ist besser anzuspielen, die ist besser anzuspielen. Und jetzt schon wieder nichts. Die laufen wieder rückwärts raus. Foul. Jetzt kommt. Oh, komm, Mädel. Mann, ihr spielt so beschissen. Was machst du da? Weißt du, läuft da einen Freund und du. Die hätte nur quer gegen müssen. Nein, zum Verrecken wollte sie lieber gerade. Warum tue ich mir das überhaupt an, ey, mit einer Frau? Ich weiß es nicht. Guckt euch das an, ey, da kommt keine blöde Kuh hinterher. Bälle annehmen können sie schon mal null. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Ihr bietet euch so super an, dass ich auch nach vorne spielen kann, weißt du? Leck mich am Arsch. Jetzt müssen wir auf Offensiv. Vielleicht spielt er ja dann ein bisschen besser. Was war das? Das war niemals ein Foul. Die ist stehen geblieben, die blöde Kuh. Alter, jetzt darf ich wieder zurücklaufen. Guckt euch das an. Ich komme, ich komme. Traurig, das ist echt traurig, ey. Komm. Ich muss zurückspielen, weil keine blöde Kuh da sich an richtig anbietet, ey. Jetzt komm. Da ist was zu schaffen. Alter, das ist doch nicht normal. Guckt euch das an. Da spielt ihr einfach mal schön euch in die Mitte. Und die blöden Kühe, die anderen, meinen lieber auf der Weide zu fressen.
Ey, ich habe auf Passen gedrückt, selbst das hilft nicht. Die hätten den Ball noch nicht gehabt, da habe ich schon auf Passen gedrückt. Schweden, du bist eine Nito 3. Na, na. Ja, mal Anschlusstreffer. Können Sie auch mal. Es geht doch. Mein Gott. Und jetzt weiter so. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich weiß nicht, komm, machen wir mal. Schweden wechselt aus. Ah ja, nach dem Spiel bloß nicht weggehen, liebe Leute, dann kommt noch die Tabelle. Dann wird der Sinn, wer Erster ist und wer Zweiter ist und so. Pipapo. Und morgen spielt Gruppe A wieder. Geiler Pass. Da kriegen die das nicht auf Reihe. Gruppe A, zweiter Spieltag, ne, so gesehen. Nein, nicht zweiter Spieltag. Zweite Vorrunde, so gesehen. Nein! Ey, da läuft die rückwärts, hast du das gesehen? Ihr war egal, was hinter ihr ist. Ich muss rausgehen, ey, sonst bist du im Arsch, ey. Aber guck dir das an. Kombinieren sich hier so geil. Alter Schwede, komm. Och man, schneller! Sind die Titten zu schwer oder was? Alter Schwede. Na? Ist nicht wahr, da steht die vor ihr und nimmt mal, ich nehme mal den Ball, ne? Dankeschön. Mach keine Geste, geh zu der Frau hin. Oh, der war hart. Alter, die spielen einfach zu stark, die Australier. Ey, jetzt habe ich langsam echt keinen Bock mehr. Wo hat die denn da hingepasst? Nimmt sie voll geil an, dass auch Australien den Ball kriegt. Alter, die sind zu doof, Zweikämpfe zu gehen, ey. Lassen sie sich in ihrer eigenen Hälfte zustellen. Verdient hat Australien gewonnen. Verdient. Weil man so auftretet. Kein Laufen, nicht stellen, dass man auch passen kann ein. Sich zustellen lassen, dass man auch nicht passen kann zu einem hin. Dann auch so verkrummte Passdinger. Alles super. Wir sehen uns gleich bei der Tabelle. So, da bin ich mal wieder. Ja, da seht ihr es ja, Brasilien hat ja unentschieden gespielt und Australien hat verdient 3-1 gewonnen in Schweden. Aber ihr seht, egal welches Spiel ich spiele, mit welchem Team, scheiß drauf,
Ich gebe da, oder ich versuche da 100% zu spielen. Ich will nichts verarschen oder so, oder absichtlich verlieren oder unentschieden spielen. Nein, ich versuche 100% zu gewinnen. Aber so wie die Frauen sich spielen lassen, es ist verdammt schwer. Verdammt schwer. Ich versuche mit Passen, und Passen kannst du knicken, habt ihr ja gesehen. Weil die sich kaum anbieten, und wenn denken die gegnerische Mannschaft nach vorne läuft, das ist ein Gefühl, dass da keiner Bock hat, mal zuzulaufen. Nein, dann stehen die so breit auseinander, weil ich gar nicht eingestellt habe. Aber egal. Das ist so, Fußball, ne? Dann kann ich die Männer tausendmal 100% besser spielen wie die Frauen, ey. Mein Gott. Mein Gott, ey, das ist, nee, das regt echt einen auf, wenn du echt alles gibst und du stellst auch alles ein und es kommt aber nichts. Die setzen es nicht um. Oder die können es einfach nicht umsetzen, weil die einfach nicht die Fähigkeit haben dafür. Echt gesagt, die schwedische Frauen haben zwischen 82 und 83 hat eine Spielerin Teamstärke. Aber da kommt mir nicht so vor, ey, ich spiele dritte Liga mit KFC Oerdingen und ich gewinne da mal ein Spiel. Und hier funktioniert gar nichts? Hallo? Will EA mich verarschen oder bin ich zu doof dafür? Da fällt ja einfach nichts ein. Ja, Australien ist jetzt erster mit dem 3-1-Sieg. Brasilien kann jetzt nächstes Mal, wenn die wieder spielen, spielen die gleich gegen Schweden. Da kann ich euch direkt sagen, ich will Brasilien spielen. Bei Schweden, ey, der Haufen, den Haufen da, ne. Aber lasst mich raten, wenn ich da Schweden spiele, Brasilien spiele gegen Schweden, soll man wetten, dass dann Schweden auf einmal perfekt Fußball spielen kann? Sage ich euch. Ich kenne mein Glück. Ja, und morgen kommt hier Gruppe A. Zweite Vorrundenspiele. Da wird dann Holland gegen Neuseeland spielen. Da geht es für die Neuseeländer um alles, echt um alles. Und Norwegen gegen Frankreich, da muss auch Norwegen alles reinlegen, was sie noch können. Und Frankreich, der Gastgeber, denke ich mal, wird auch alles geben, um ihre 6 Punkte dazu zu sichern, weil die spielen ja zu Hause. Wer lässt sich zu Hause, sage ich mal, besiegen? Keiner. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wen ich da spiele, ihr könnt ja gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, soll ich Holland spielen oder Neuseeland spielen? Ihr entscheidet das. Oder beim zweiten Spiel könnt ihr auch entscheiden, welche Mannschaft ich spielen soll, Norwegen oder Frankreich. Es liegt in eurer Hand, welche Mannschaft ich spiele. Und deswegen, sucht es euch aus, es kann nur geil werden, lustig werden, weil ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich 100% in das Spiel bin. Ja, dass ich mich für jeden Scheiß aufrege, egal welche Mannschaft ich spiele, ich rege mich zum Verrecken auf. Ich weiß nicht, das ist ja bei mir typisch. Und ich sage zu anderen, du darfst dich nicht aufregen. Aber bei manchen Sachen kannst du es einfach nicht. Da kannst du es einfach nicht. Da musst du dich aufregen, wenn nichts funktioniert. Ja, liebe Leute, es hat mir Spaß gemacht. Ich würde jetzt mal sagen, bis morgen. Oder ich bin noch am Überlegen, ich noch Days Call noch ein Video rausknalle. Mal schauen, wie es meine Zeit zulässt. Deswegen sorry, dass ich schon Days Call schon lange nicht gezeigt habe. Es war mir alles zu viel geworden.
mit dies und das. Ich muss auch noch hier Kommunen, boah, ich krieg das nicht aus. Community Liga rausbringen. Muss ich auch noch zusammenschneiden für Spieltag 3. Deswegen. Ja. Wichtig, wichtig, liebe Leute. Wichtig, wichtig. So. Das war's dann von mir. Und damit verabschiede ich mich und sage nur, euer Killerbär. Bis zum nächsten Mal.